Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Grim Tales 17 Besuch aus der Zukunft, wo wir jetzt hier auf dem Weg zu irgendeinem Waisenhaus oder sowas sind, denn die gute Isabella, die ist von dem Daniel adoptiert worden. So viel hat uns Richard gerade noch verraten. Und ich schmeiß hier gerade mit Namen um mich und habe ehrlich gesagt kaum eine Ahnung, was das alles eigentlich letztendlich bedeutet. Ich weiß immer noch nicht, wer Daniel ist. Ich müsste es gerne, aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Steht er hier vielleicht irgendwo? Nee. Steht hier nicht mit dabei. Na gut. Schauen wir mal, wo sich das alles entwickelt. Ich kann jederzeit ein Taxi nehmen, aber zuerst muss ich die Adresse der Person erfahren, die die kleine Isabella adoptiert hat. Okay, das bedeutet, dass wir jetzt wieder in unserer Gegenwart sind, richtig? Ich brauche etwas Essbares, wenn ich das bekommen will. Was, den Vogel? Wo sind hier überall Tiere? Ich brauche ein spezielles Werkzeug, um das Gitter zu entfernen. Aber ich glaube, den Anfang dieses speziellen Werkzeuges, den haben wir hier schon geleistet. Das Gitter hätten wir im Zweifelsfall wahrscheinlich auch mit einer von diesen dämlichen Münzen entfernen können. Aber na gut. Beeren. Aber ansonsten brauchen wir hier ein scharfes Werkzeug. Was wir natürlich wieder nicht haben, weil so ein Messer und diese Zange und was man da sonst alles hat, na, das sind One-Time-Use-Items. Also ich weiß gar nicht, was. Einige Teile fehlen, natürlich. Die Archive sind verschlossen, aber ich weiß, wie ich dorthin komme. Der passt da nicht rein, ne? Sieht aus wie so eine Eule oder sowas, oder? Oder ein kleines Teufelchen. Entschuldigung, irgend sowas in der Art. Also, was zu essen wären ja zum Beispiel Beeren, ne? Natürlich. So, jetzt müssen wir die Teile der Gartenschere noch befestigen, aber ja, nee. Ich hab doch gesagt, da kommt eine Eule rein. So, moin! Das war wieder der doofe Daniel. Im Gegensatz zu meinem Vater erschreckt Daniel gerne Menschen, indem er in der Vergangenheit als Geist auftritt. Das ist ja ein Frechen, das ist ja ein richtig Frechen. Na gut, nehmen wir erstmal das Chamäleon-Objekt hier unten mit. Das hat sich uns ja geradezu angeboten. Ne? Warum ist da ein blutiger Handabdruck? Ich scheine verschlossene Schubladen und kaputte Griffe magisch anzuziehen. Das wäre auch mir aufgefallen. Danke. Etwas Nützliches für meine Untersuchung könnte da drin sein. Hier brauchen wir die drei Schädel für. Okay. Da haben wir erstmal einen Stock, den wir aber dann wieder mit irgendwas kombinieren müssen. Und sonst brauchen wir jetzt zwei Engelstatuen und da oben drei Bücher. Mit dem richtigen Code können wir die Schublade öffnen, aber wir sammeln ja gerade noch Puzzleteile, ne? Ach, guck mal, wir sind das erste aber fertig. Wir arbeiten schon am zweiten. Das ist ja... Das geht ja Schlag auf Schlag. Da habe ich ja das Gefühl, wir sind mit dem Spiel bald schon fertig. Die werden kürzer, oder? Habe ich schon mal überlegt. Also ich hatte schon mal das Gefühl, dass die Grim Tales Spiele kürzer werden. Ich muss diese Spinnennetze beseitigen, bevor ich hineinschauen kann. Also Hygiene und Sauberkeit werden hier in diesem Archiv definitiv nicht sonderlich hochgehalten.
Ich muss die Ratten abschrecken, um zu bekommen, was ich will. Okay, das ist jetzt innerhalb von einem einzigen Abenteuer, das dritte Tier, das sich uns in den Weg stellt. So langsam gibt mir das ein bisschen zu denken, muss ich sagen. Heute wollte ich aber ganz genau wissen, ne? Aber wirklich ganz genau. So, jetzt haben wir ein scharfes Schneidewerkzeug. Jetzt können wir hier natürlich, was auch immer das da ist, rausschneiden. Gibt uns Äste und eine Kurbel. Und hier kommen wir natürlich auch ran. Ja, nee. Das ist natürlich wieder ein Minispiel. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Finde Paare, um die Ranken zu entfassen. Wie dumm. Ich sollte mir das Tor von der anderen Seite ansehen. Ja, dann geh doch durch, du blöde... Was hält sie davon ab, da einfach durchzugehen? Warte mal, kann ich diese Äste als Staubbeutel benutzen hier? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann den ersten kleinen Engel hier schon mal reinsetzen. Und den zweiten auch. Damit haben wir, ich wollte gerade sagen, das sieht sehr nach Batterien aus und wir haben die drei Totenschädel für hier drüben. Oh nein. Drehe die fünf zackigen Kristalle mit Hilfe der Pfeile, sodass die Edelsteine zwischen ihnen dieselbe Farbe annehmen. Okay, das war bei weitem nicht so schlimm, wie ich ursprünglich befürchtet habe. Ist das nicht für das da? Nicht? Nee, das passt da wirklich nicht rein. Spannend. War ich davon ausgegangen, dass das... Aber wo denn dann? Hier oben natürlich. So, Bleistift und Papier macht es ja wieder offensichtlich. Der Ultraschallabweiser ist bestimmt für die Ratten. Damit sie mir eins der Bücher geben. Aha. Gut. Hat uns das aber jetzt aktuell erstmal noch nicht vorangebracht. Was soll ich denn mit diesem Stock überhaupt machen? In ein paar Zweigen könnte ich einen guten Besen machen. Aber die müssen wir natürlich noch irgendwie festbinden. Und dafür haben wir noch nicht das notwendige Material. Verstehe. Joa. Brauche ich einen funktionierenden Besen für? Hier komme ich gerade auch nicht weiter. Von der anderen Seite ansehen. Gut, sie hätte natürlich einfach... Ich habe mir gedacht, dass das keine 4 ist. Und natürlich hier das Gerät auf, können jetzt den Besen fertig basteln.
haben jetzt hier eine Zange, mit der ich gerade nicht wirklich was anzufangen weiß. Wieso? Oh, weil da noch Geld drin war. Okay. Ja, brauchen wir dann die drei Bücher. Warum darf ich hier noch drauf zugreifen? Um das letzte Buch zu holen. Okay. Und Wimmelbild. So. Die Frage ist natürlich, werden die Spiele wirklich kürzer oder spiele ich einfach schneller durch, weil ich nicht mehr auf so viel von dem Dämlichen eingehe, was wir hier so, was hier so passiert, wie früher vielleicht. Lesezeichen. Die Feder ist da. Lupe, habe ich eben auch schon gesehen, die ist da oben. Schraubenschlüssel. Tacker. Das nicht der Locher? Okay. Abakus haben wir hier drüben, den Stempel haben wir hier unten. Das könnte der Teller sein. Und das war auch der Teller. Soll das das Tintenfass sein hier? Ja, anscheinend. Der Kompass liegt hier ganz in der Mitte und der Locher ist dahin. So, dann zeig mal her. Dieses Dokument bestätigt die Adoption von Isabella Doe durch Daniel Blackthorne. Blackthorne. Ist natürlich ein Name, der in Fiktion häufiger mal benutzt wird, irgendein Bösewicht. Westminster, also in London. Ein Engländer, oh nein. Ja, gut, offensichtlich Engländer, ne? Hier, da fährt recht. Will Geld, ja klar. Kann er natürlich haben. Mein Gott, sah diese Fahrsequenz erbärmlich aus. Das war ja. Oh, das war ja schon richtig traurig. Es tut mir richtig leid. Ja. Das Haus sieht verlassen aus. Ich muss mich umsehen, um auf Daniels Spur zu kommen. Aber er wird ja wohl nicht wirklich seine richtige Adresse angegeben haben, oder? Der Idiot. Damit man ihn zurückverfolgen kann. Der weiß doch, dass er gegen eine Familie antritt, die durch die Zeit reisen kann. Das wäre ja das Dümmste, was er machen könnte. Deswegen hat er es wahrscheinlich gemacht. Na gut. Ihr wisst, was als erste Sache ist. Da ist es. Okay, sehen wir uns beim Garten um. Machen wir auf der rechten Seite an heute. Es muss den Hausbesitzern gehört haben. Darin verborgen. Ich weiß es nicht. Hier brauche ich ein großes Werkzeug. Es wäre ja auch zu einfach, wenn wir einmal tatsächlich das Werkzeug benutzen müssten, das sich schon in unserem Besitz befindet. Noch ein Werkzeug und die ehemaligen Besitzer könnten ein paar Sachen darin gelassen haben. Ja, möglich ist das durchaus. Ich frage mich, was ich anstatt eines Schabers benutzen könnte. Theoretisch. Ja, aber das ist wieder zu viel verlangt. Im Trinkbrunnen ist etwas. Ich brauche einen starken Wasserstrahl, um da ranzukommen. Doch, ey. Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich das Rätsel hassen werde.
Das ist die Art von Rätsel, die ich auf den Tod verabscheue. Natürlich. Natürlich musste sowas jetzt kommen, was? Warte mal, ich was übersehen? Ach, das geht! Ja. Jetzt haben wir den Siegelring. Der wird natürlich hier gebraucht. Gibt uns den goldenen Kamm, den wir jetzt natürlich als Schaber benutzen können. Um den Schlüssel zu kriegen. Ich sehe einen Schuh. Ich sehe einen einzelnen Schuh. Verband? Sehe ich nicht. Hufeisen sehe ich. Eine Axt sehe ich aber ehrlich gesagt gerade auch nicht. Gartenhandschuhe, ja klar, die sind da oben. Das soll aber nicht die Axt sein, oder? Das hätte ich jetzt auch ein bisschen. Ach, da liegt die Axt. Da so mittendrin, natürlich. So, Klebeband. Such mal so eine Klebebandrolle oder so ein Stück Klebeband, was irgendwo schon dran geklebt worden ist. Das ist durchaus ein Unterschied. Soll das hier das Klebeband sein? Nein. Ja, nein. Das war doch kein Klebeband. Das war doch jetzt kein Klebeband. Oh nein. Nein. Passe den äußeren und inneren Ring den entsprechenden Marken an. Wähle die inneren Marken aus, um ihre Position zu verschieben. Richtig angepasste Marken leuchten auf. Nein! Ich hasse das. Ich will das nicht. Nee. Ich bin da mal weg, ich will das nicht. Ciao. Nein, ernsthaft. Ich will das nicht. Das ist zum Kotzen, ey. Was? Daniel liebt seine Tochter sehr. Ich muss in die Vergangenheit reisen, um mehr über ihre Familie zu erfahren. Weißt du, ich fände es wichtiger, irgendwas über Daniel Blackthorn zu erfahren, warum der so sauer auf die Grace ist. Na, vielleicht habt ihr ja wieder Scheiße gebaut. Mal ganz ehrlich. Ach so. Ich bin in Daniels und Isabellas Haus. Ich hoffe, ich finde, was ich brauche, damit ich mit meinen Nachforschungen weitermachen kann. Ja, auf jeden Fall hier so ein Sammelobjekt, ne? Das ist schon mal sehr wichtig. Vier wird es wohl noch zu finden geben, wa? Moment, halt. Egal. I often wonder what went wrong with our family. Why are we always faced with curses and plagues? Do you think it's because I used to dabble in black magic? No, of course not. This place tells me that the owner wasn't happy, despite a passion for black magic. Take this. Something of his might help your investigation. Wo ran das jetzt schon wieder her? Oh, diese Zauberer, diese Leute sind ja so rachsüchtig.
Ein Ledermäppchen. Was ist denn das? Daniels Tagebuch, aber er hat es ziemlich sicher verschlossen mit einem. Schlüssel, den er wahrscheinlich hier wieder irgendwo offensichtlich hat rumliegen lassen. Im Zweifelsfall hinter irgendeiner Aussparung. Daniel lebte ein einsames Leben in dieser Villa, bis er Isabella adoptiert. Es wurde jetzt aber langsam auch Zeit. Ein Uhrengewicht. Es muss etwas hinter diesem ungewöhnlichen Spiegel liegen. Als erstmal, hier muss ein Uhrengewicht ran. Gib mir das Spiegelfragment. Das war jetzt recht einfach, ehrlich gesagt. Ist doch eigentlich eine ganz süße, oder? Ah gut, sie hat Leute qualvoll sterben lassen. Und? Das Herz? Nein. Gut, aber wir suchen auf Schädel. Ein Rubin, der ist da. Wir suchen zwei Lilien. Das sind die weißen, ne? Lilien sind weiße Blumen. Das ist Todesblumen. Natürlich. Das ist die Schleife. Nein, das ist ein Endlichkeitssymbol. Ich sollte mir vielleicht wirklich einfach mal durchlesen, was ich eigentlich alles suchen muss. Das war bestimmt der Ohrring. Genau. Da ist der Kristall. Da ist das Auge. Ziffernblatt ist natürlich auf der Uhr. Das Monogramm, da ist das Kreuz. Brauchen wir noch ein Herz, eine Lilie und die Schleife, die hat sie hier im Ohr. Im Ohr, genau, im Haar. Ein Herz und eine Lilie. Das war keine Lilie, aber okay. Ja. Ach, so ein richtiges Herz. Ja gut, ich hab dieses typische stilisierte Handherz. Also, gucken wir mal ins Tagebuch rein. Oder wir gucken nicht ins Tagebuch rein. Wer will schon wissen, was die bösen Buben für Gedanken hegen? Ich doch nicht. Hier brauchen wir das passende Werkzeug. Das passende Werkzeug finde ich in diesem Fall insgesamt eigentlich eher unpassend, aber okay. Dann brauchen wir hier die Lilienteile. So Reliefstücke, wie das Spiel sie nennt. Zwischendurch nur noch ein bisschen nach der Zeit geguckt. Hier oben haben wir noch einen Schalter, guckt mal. Ich kann mich in diesem seltsamen Haus im Dunkeln nicht zurechtfinden. Ich muss den Schalter reparieren. Ja, moin. You don't belong here. Leave at once. Und danach stehen wir trotzdem einfach hier dann, okay? Nett. Das ist, im Prinzip eine völlig sinnlose Sequenz gewesen, gerade eben, oder sehe ich das falsch? Da haben wir noch Elena Gray. Luisa, die übrigens ständig anders geschrieben wird. Den Jon und den Dorian, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Die fehlen noch. Haben wieder ein Bild von Isabella. Wer hätte gedacht, dass dieses kleine Mädchen alle Grays verfluchen kann? Wie sie denn verfluchen? Hat sie nicht gesagt, sie vergiftet? Es sind nicht immer alles irgendwelche Flüche. Das kann man mit einem speziellen Emblem öffnen. Das hier auch. Da brauchen wir einen Metalling für. Okay.
Brauchen wir wieder ein Werkzeug für. Natürlich, da oben brauchen wir noch ein Fragment. Ach ja, hier, ich muss ja noch das Dingsobjekt suchen hier. Ja, da habe ich jetzt einfach mal geklickt. Natürlich. Wäre auch zu viel verlangt, wenn das funktionieren würde. Die Armbrust ist natürlich defekt. So, der Telefonhörer. Gibt uns Uhrenzeit. Was haben wir damit vor? Das ist einfach da. Das da und das andere. Was soll das sein? Das hier die Sicherheitsnadel da unten. Und damit haben wir die Reliefstöcke zusammen. Jetzt ist nur die Frage, wo kommen die hin? Ach ja, unten. Die kommen hier unten hin und geben mir den Schmetterling. Der kommt da natürlich drauf. Da war eine Kinderzeichnung drin, die hätte ich mir natürlich gerne angesehen, aber nee, nee, sowas macht das Spiel nicht mehr. Sowas zeigt man uns nicht mehr. Ordne die Zahlen in der richtigen Reihenfolge an, indem du die Uhrzeiger drehst und dann die Zahlen vertauscht. Ah, ne, warte mal, das war gerade schon richtig. Acht, neun, zehn. Ah, jetzt die 11. Sind wir da nämlich auch so schon hin, aber da drüben schon alles richtig. 7 ist auch einfach. 6 tatsächlich auch. Dann müsste das ja. Dann müssten die alle gehen, oder? 2 sitzt jetzt richtig, die 3 sitzt richtig. Sind nur noch die 5 und die 1, die wir vertauschen müssen. Ich habe echt gedacht, es wird komplizierter. Echt wirklich. Es gibt uns einen neuen Hebel für hier oben irgendwo am Sofa, war der, glaube ich, ne? Jo. Gibt uns einen Magneten und ein Armbrustfaden. Schön. So, reicht natürlich immer noch nicht aus. Die Bogensehne ist noch nicht ab. Ziel, Platz. Da, wo man die Bogensehne halt so spannt. Das ist ein Magnet. Was machen wir mit dem Magneten? Gar nicht. Aber der Löwe kriegt seinen Griff in die Hand. Gibt uns das letzte Schloss. Stelle die Verbindung so her, dass jede Kugel horizontal mit einem Kristall verbunden ist. Verwende die roten Pfeile, um den zu verschiebenden Abschnitt auszuwählen. Verwende die blauen Pfeile, um die Kacheln in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das da unten vielleicht, das kommt aber zu tief. Alle zu tief, also ist da links schon ein Fehler drin. So, da links kann kein Fehler sein, aber hier in der Mitte. Bräuchten wir eventuell was anderes und zwar. Nicht das. So wäre doch da eine Verbindung geschaffen, ne?
Jetzt muss ich das natürlich für die anderen auch noch machen. Das haben wir natürlich das Problem. Ich hasse Schieberrätsel. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich Schieberrätsel hasse? Ich hasse Schieberrätsel absolut. Weil du immer im Vorfeld schon alles planen musst, weil die sich natürlich alle mit verschieben. Das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen, ey. Das jetzt falsch. Oh, ich hasse es. Soll Zukunftsrio machen. Das Blöde ist, Zukunftsrio ist in 2 Minuten hier. Alles zum Kotzen.